Herzlich willkommen zu einem neuen Video von unserer Scrape Garage. Ich sitze hier aktuell bei uns im Beetle. Aktuell ist es mittlerweile nur noch eine Rohkarosse. Auf Fahrwerk so ein bisschen Motor ist noch vorhanden. Aber ja, wie ihr auf Insta gesehen habt, schlachten wir hier parallel so ein 99er Beetle neben unseren Projekten. So, so ein bisschen Kohle reinholen, was sich natürlich auch echt gelohnt hat. So, ich erzähle euch mal so ein bisschen, wie wir an dieses Teil gekommen sind. Eigentlich, wie immer, eBay Kleinanzeigen, war ich so ein bisschen am Scrollen, habe zwei Kotflügel für das Cabrio von Nicole gesucht, habe dabei in Herne so einen roten 99er New Beetle entdeckt. 400 Euro sollte der erstmal kosten. Okay, erstmal auf Beobachten gepinnt und weiter gescrollt. Eine Woche später kriege ich so eine Push-Nachricht, der Beetle von 400 auf 300 Euro reduziert. Okay, ja, 300 Euro für einen Beetle zum Schlachten. Da habe ich gedacht, komm, guckst du mal noch weiter. Lässt du den mal in Beobachtung. So, zwei Tage später wieder eine Push-Nachricht. 250 Euro der Beetle reduziert. Ich sage so, hey, irgendwie geht der den Preis runter. Aber gut, habe ich mir nichts dabei gedacht. Ja, 250, ja, kann man kaufen, kann man nicht kaufen, muss jeder selber für entscheiden. Also ich dann so im Krankenhaus in der Pause wieder eBay Kleinanzeigen gescrollt, wie ich es immer so mache, kriege wieder eine Push-Nachricht, 200 Euro. Ich sage so, ey Leute, das kann ja nicht sein, der will den unbedingt loswerden, habe ich so gedacht. Jo, 200 Euro, schreibst du den mal an, fährst dahin von Wuppertal nach Herne, da sind es knapp 50 Kilometer, das ist ja nicht die Welt, dahin zu fahren, sich das Teil mal anzugucken. Einziges Manko war halt an dem Beetle, der hat A, keine Scheinwerfer gehabt, B, keine Rückleuchten und C, Cut und Endtop waren schon ausgebaut, aber Rest komplett vorhanden, nur ohne TÜV-Zulassung. Egal, kann man sich ja angucken. Ich also eBay raus, also ich eben dem Typen geschrieben, bevor ich die Nachricht noch abschicken konnte, bam, wieder eine Reduzierung auf 150 Euro. Ich sage, der muss den unbedingt loswerden, er hat Not, der will Geld haben. So, ich blende mal hier die Kleinanzeigen ein, lasse ich euch auch zeigen, dass ich keinen Scheiß erzähle. Wie gesagt, da habt ihr es mal eben. €150 für den Beetle. Wie gesagt, ich den angeschrieben, war an dem Tag mit dem Insignia im Krankenhaus und natürlich nach der Frühschicht mal eben nach Herne runtergefahren. Ja, dann stand das gute Teil da in der Garage. Wie gesagt, ohne Zulassung, ohne die Teile. Der Typ war gerade erstmal nicht da. Seine Frau hat mich da in Empfang genommen. Sie sagte, ja, der ist gerade auf der Fahrstunde, er ist Fahrlehrer, hat das Teil eigentlich zum Schlachten gekauft und nie Zeit dafür gehabt, ja. Die wollten hier und da ein paar Teile für deren eigenen Beetle rausholen, aber irgendwie zeitlich hat es nie gepasst. Die hatten zwar im Lockdown genug Zeit, aber es soll nicht unser Problem sein. Auf jeden Fall, ich mir das Teil angeguckt, der Kotflügel waren schon mal gut, die ich gebrauchen konnte. Und dann habe ich gedacht, komm, bevor du 80 Euro bei eBay für zwei Kotflügel ausgibst, nimmst du für 150 ein ganzes Auto und schlachtest das. Was sich im Endeffekt auch super gelohnt hat. Ja, ich mir das Teil, wie gesagt, angeguckt, habe dir mündlich zugesagt, habe dann gesagt, so, passt auf Leute, ich komme die Tage das Teil abholen. Ich muss mir einen Hänger mieten und dann holen wir das Ding hier ab. So, eine Woche später dann mit Nicole und einem Kumpel. Dennis, an der Stelle danke ich dir nochmal sehr herzlich, dass du uns A geholfen hast, mit deinem Crafter den Hänger gezogen hast, den wir gemietet haben, nach Herne hin und zurück und das alles nach der Nachtschicht. Also danke dir, Dennis. Echt super Service. Du bist echt super zuverlässig, Akerlose Wochos. Ich danke dir echt von Herzen. Ja, wie gesagt, das Teil war auf jeden Fall super witzig. Denn es stand seit Monaten abgemeldet in der Garage. Wir haben eine Batterie mitgebracht, haben die Batterie angeschlossen. Und der sagte, wie gesagt, ob ihr das, den Beetle ankriegt, ich weiß nicht. Da ist, glaube ich, ein Liter Benzin ist da drin. Ja, haben gesagt, komm, ey, auf dem Hänger. Der Hänger passte halt nicht in den Garagenhof. Also mussten wir einmal
das Ding im Garage, Garage schieben, aus dem, auf dem Garagenhof mit der Batterie an, versucht von diesem Garagenhof in Herne, der Hänger stand ja mit dem Crafter von Dennis-Auwer-Straße, ohne Zulassung, mit einem Liter Benzin aus dem Garagenhof rauszufahren und auf dem Hänger zu fahren. Das Witzige war, das hat funktioniert. Ich habe das Ding angemacht und bam, 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 bam. Natürlich, alle Abgase direkt ab. Krümmer raus, kein Endtopf, kein Schalldämpfer, kein nichts. Besserer Sound als ein AMG. Wir haben echt gelacht. Das Ding am Rollen. Bam, 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 bam. Wie gesagt, ich blende gleich mal ein Video rein. Da könnt ihr es euch auf jeden Fall angucken. Wir haben das gefeiert, als das Ding gefahren ist. Ja, dann bin ich da raus auf die Straße. Ohne Rückleuchten, ohne Scheinwerfer. Das Ding konnte ja auch noch nicht mal blinken. Doch. Doch, es konnte blinken. Einen Seitenblinker haben wir gehabt. Das war alles, was blinken konnte. Ich auf jeden Fall das Ding halt da raus auf der Straße da an so einem Parkplatz gewendet. Die Leute alle am gucken, weißt du, als ob du da einen Panzer gestartet hast. Gestartet hast. Hier, schaut euch das Video rein. Ich sag gleich was dazu. Mega! Genau so muss ich das anhören. Mal zurückfahren und dann gerade da drauf. Besser. Genau so musst du den machen. Markus fährt dann jetzt mal unser neues Cabrio an der Sandzelle auf. Natürlich abgucken, so schön in der Mittagspause, das war so kurz vor 16 Uhr, als wir den abgeholt haben. Das Ding. Habt ihr ja im Video gesehen. Also ich sag's ja, dann ist er halt, irgendwie sind da ein paar Typen hergegangen, der guckte, weißt du, der fuhr wahrscheinlich AMG und sagte, was ist das für ein Sound bei mir im Auto? Hier so ein pissiger Beat, knallt hier um Ende. Auf jeden Fall super lustig hier. Also das Ding am Hänger geladen, angeschnallt und ab nach Wuppertal damit. Ja, Dennis ist vorgefahren, wir sind mit unserem Firmenwagen hinterher. Ja, Fahrt war ganz gut. Dennis, top, dem habe ich erstmal zwei Energies gegeben nach der Nachtschicht und vor der Nachtschicht war das auf jeden Fall, war nochmal von Herzen echt super. Dankeschön, Dennis, dass du das für uns gemacht hast, das Teil gefahren bist. Haben wir es nach Wuppertal zur Halle geschafft. So, dann an der Halle angekommen. Natürlich das Problem, der Crafter mit dem Hänger passe nicht in den Garagenhof. Das gleiche Spielchen wie in Herne. Also was haben wir gemacht? Mitten auf der Straße. Warnblinker an. Die Dinger, die Verladerampen vom Anhänger runter. Und den Beetle wieder gestartet. Ja, die nächste Nachbarschaft geweckt. Ratata, bam, 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 bam. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall bin ich dann auf dem halben Liter Sprit, der noch in dem Wagen war, runter in den Garagenhof und den erstmal in der Halle abgestellt. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Allein schon die Aktion war super geil, das Teil zu holen. Wie gesagt, wir haben halt nicht damit gerechnet, dass das so laut ist. Ich sag so, ich hätte das am liebsten in jedem Auto so vom Soundeffekt, aber es ist schon geil. Oh ja, was hat uns diese Kiste eingebracht? So, ich liste das mal aus. Wir haben einmal
150 Euro für den Beetle bezahlt. 45 Euro für den Anhänger sind 195 Euro, die wir erstmal ausgeben mussten. Also, ich habe mir das mal alles hier aufgelistet. Das ist schon ein bisschen, was wir da rausgeholt haben. Also, so ein bisschen Teile für unseren Eigenbedarf haben wir da gut 300 Euro rausgenommen. Denn Kotflügel, zwei Stück, da bist du bei 80 Euro. Dann haben wir gesagt, oh komm, die Mittelkonsole, die können wir vielleicht für irgendeinen doppelten Umbau gebrauchen. Bist du auch mal so eben bei 60 Euro. Dann hier so ein paar hier Abdeckungen vom Armaturenbrett, die auf eBay auch sehr teuer weggehen. Habe ich mal so kalkuliert, auch mit irgendwie 60 Euro. Das Ganze zusammen. Und dann habe ich beim Ausbau noch ganz in den hinteren, ja, ich nenne es mal jetzt Türverkleidung, Seitenverkleidung, habe ich zwei M-Phaser-Lautsprecher gefunden. Gegoogelt, die kosten ein Stück 55 Euro, also sind es auch nochmal 110. Die habe ich mal dazu gerechnet, also waren es schon mal für die 195 Euro, die wir ausgegeben, 300 Euro an Teilen, die wir für uns rausgeholt haben. Also schon mal Win-Situation. So, dann habe ich das geschlachtet, das Teil. Das hat uns nochmal 700 Euro eingebracht an Teilen. Ganz viel Kleinscheiß. Ihr seht, das Ding ist hier drin leer. Ich blende nochmal ein Foto, ein, zwei Fotos ein. Na, so wie ihr auf den Fotos gesehen habt, das Ding ist leer. Vorne ist noch so ein bisschen motortechnisch geblieben. Bauen wir nicht mehr aus, das geht weg. So ein Schrotti kommt morgen, kommt das Ding hier abholen und weg damit. Ja, vielleicht kriege ich noch ein Zwanni dafür oder egal, scheißegal. Weg ist weg. So, dann haben wir einmal also die 700 Euro Schlachtzeug, was wir verkauft haben. Die 300 Euro, die wir mit den Eigenbedarf haben, sind wir mit roundabout, sind wir ja 1000 Euro. Dann sind natürlich noch ziemlich viele Teile übrig geblieben, die wir nicht verkauft haben. Das ist immer so kalkuliert auch nochmal 1,3, die jetzt an Teilen an der Seite liegen, die bei eBay drin sind, Kleinanzeigen drin sind, die verkauft werden. Aber die zählen wir jetzt nicht, die 1,3. Also haben wir 1000 Euro minus 195 Euro sind erstmal 805 Euro Gewinn aus 195 Auto oder sagen wir 150 Euro Auto, denn den Hänger kann ich ja eigentlich nicht dazu zählen. Viele von euch haben so einen Hänger, wir haben keinen Hänger, wir haben auch keine Zugmaschine, aber wir haben Dennis Los Vojos, der immer gut bereit ist, mal mitzuhelfen, auf jeden Fall. Also 150 Euro, 805 Euro Gewinn gemacht, ja, das ist auf jeden Fall schon mal cool und es hat sich gelohnt. Ja, was soll ich sagen? Eine Win-Win-Situation, das nächste Projekt wartet. Jetzt müssen wir erstmal das Cabrio von Nicole fertig machen. Soll ja noch ein bisschen Folie drauf kommen, die kostet auch ein bisschen Geld, ein bisschen Gimmicks hier und da. Und im Kopf sind schon ein, zwei neue Projekte, die ich jetzt aber noch nicht verraten werde. So, das war's schon wieder. Mal jetzt was anderes. Mal nicht so viel bewegte Bilder. Wir sitzen hier. Ich sitze hier in der Rohkaross. Es ist kalt, aber egal. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das Ding zu schlachten. Und es hat super Spaß gemacht, diesen Beetle zu holen. Also, wenn ihr da noch irgendwo einen 150 Euro Beetle habt, den wir abholen sollen, ich nehme den gerne, auch gerne ohne Cut. Ich schlachte das Ding wieder, dann haben wir wieder ein bisschen Kohle für andere Projekte. Auf jeden Fall, es hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Daumen liked, die Glocke abonniert und schaut rein zu einem nächsten Video. Hier gibt es immer was zu tun. Also bis dann, euer Markus. So, wunderbar. Den Beetle haben wir verladen. Das ist ein polnisches Kennzeichen. Ist jetzt irgend so ein Rumäne und Pole, die zusammenarbeiten.
Er sagte, er konnte jetzt gebrochen Deutsch, aber wie gesagt, er sagte, das Ding geht jetzt nach Essen. Jo, da wird es noch ein bisschen geschlachtet, dass das noch davon übrig ist. So ein bisschen Fahrwerk, Achsen und so weiter können sie noch gebrauchen. Dafür, dass die Karre für umsonst weggeht, bin ich heilfroh. Dass wir da jetzt nicht noch irgendwelche Kosten hatten, das Ding zu entsorgen. Wie gesagt, es gibt ja immer einen, der sich freut, wenn sowas weggeht. Und von daher ist dann immer gut, wenn er einen hast, der was für umsonst mitnimmt. Da hat er gerade so ein bisschen die Hauswand mitgenommen. Du hast uns gute Dienste geleistet.